von den Experten. Willkommen zu einem neuen Format, und zwar das Kaffeevergleich-Format. So, dann probieren wir jetzt mal den Cappuccino vom Extrablatt. Schmeckt schon mal ganz gut. Aber wir werden sehen bei anderem Kaffee, was da jetzt zum Beispiel der Milchschaum oder so weiter und so fort der Unterschied ist. Kaffee ist ja eigentlich Kaffee, von daher, da kann man ja nicht viel falsch machen. Aber Milchschaum ist, glaube ich, halt schon etwas anspruchsvoll. Und dann war hier ein Plätzchen noch dabei. Tucken wir hier rein. Die Konsistenz dieses Cappuccinos ist sehr gut. Aber wir werden ja sehen, in anderen Cafés, wie da so der Unterschied ist. Hallo, hier sind wir jetzt im Café de Sol und ich habe wieder einen Cappuccino bestellt. Und diesen probieren wir jetzt. Der hier kostet 2,30 Euro. Und im Café Extrablatt, ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich es da schon erwähnt hatte, 2,80 Euro. Und jetzt probieren wir die Konsistenz dieses Cappuccinos. Die Konsistenz kommt mir ein wenig fester vor als im Café Extrablatt. Mal geschmacklich testen. Schmeckt ziemlich gut. Ja. Der Cappuccino hier sieht zwar nicht so schmackhaft aus, finde ich, wie im Extrablatt, aber schmeckt komischerweise dafür aber ein wenig besser. Der Milchschaum jedenfalls. Und jetzt probieren wir den Grund davon sozusagen. Schmeckt eigentlich so wie beim anderen Kaffee, sage ich mal so. Und hier ist natürlich auch wieder ein Destillat dabei. Das müssen wir probieren auf jeden Fall. Das Plätzchen allerdings schmeckt nicht so gut. Das schmeckt ein wenig chemisch irgendwie. Aus irgendeinem Grund. Beim nächsten Mal werde ich mir einfallen lassen, irgendwie die Kamera anders zu positionieren. Weil das ist gerade ein wenig anstrengend. Okay, die Expertenmeinung ist natürlich nicht die ultimative Meinung. Aber mir persönlich sagt der Kaffee im Café de Sol eher zu, weil der Milchschaum da meine Meinung nach besser schmeckt als im Café Extrablatt. Aber euch ist es ja freigestellt, was ihr mögt. Wir sehen uns in einem nächsten Video.